Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ja, dieser eine Dilophosaurus wird gerade noch ausgebrütet. Ich hoffe, er schafft es. Der andere hat es ja nicht geschafft in der letzten Folge. Ich kann aber jetzt direkt noch einen zweiten brüten, weil das mit dem Geld hier passt. Und der hier kann freigelassen werden. Dann gucke ich doch mal, wie das denn für ihn aussieht. Okay, Geborgenheit, die geht jetzt gerade hoch. Beziehungsweise bleibt gerade 98. Ist also nochmal ein Prozent zurückgegangen. Ja, ja. Und ihm geht es soweit gut. Er freut sich über dieses Riesengehege. Ist eigentlich auch ziemlich groß für diesen einen Dinosaurier. Und ich hab's geschafft. Wow. Arbeit. Und ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Annehmbare Vielfalt. Gut. Das will ich auf jeden Fall alles mal grün haben. Grün sehen. Annehmbare Zufriedenheit. Aber wieso zu... Wetten wir, dass es wieder an einem Hotel liegt? Aha. Hotels, Hotels, so viele Hotels. Na gut. Das wird dann auf jeden Fall das nächste. Ich komme gar nicht dazu, hier... Moment. Moment, da kommt mir noch eine Idee. Bevor ich jetzt gerade weiterrede, kurz gucken. Das wäre auch nicht schlecht. Das ist halt das Vorzeigeding hier. So wäre halt am besten, aber es ist verbaut. Ich komme gar nicht dazu, die Grabstätte, nicht Grabstätte, die... Fossilienzentrum und Expeditionszentrum zu bauen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal als allererstes, nachdem der hier freigelassen wurde. Dann brauche ich auf jeden Fall neuen Strom. Oder habe ich das Fossilienzentrum schon? Nee, das sah jetzt gerade nur so aus hier. Aber das baue ich dann auch da oben hin, da habe ich ja hier so meine, ja, Gebäudenstraße, sage ich einfach mal. Nur die Frage ist jetzt, wo baue ich das hin? Ich mach mal hier so einen Rundgang. So. Ach, nicht Gäste. Betriebsgebäude, ACU-Zentrum. Und Fossilienzentrum. Das ist erstmal wichtiger, weil sonst bringt mir das überhaupt nichts. Okay, das war ein bisschen zu eng, aber egal. So. Und noch das Expeditionszentrum. Na, ich baue das mal so. Und so. Jetzt natürlich noch den Strom. Da kann ich direkt 2 in 1 machen. Wobei das mit der Kurve nicht so mein Fall ist. Naja, egal. Da werde ich mir noch was überlegen, wie das Ganze schick aussieht. Vielleicht noch was in die Mitte bauen. Wobei, das passt ja dann. Da hat man so ein Dreiecksding. Was war denn da gerade für eine Meldung? Und was ist das hier für ein Sumpf? Eieiei. Was liegt hier? Ach so, ein Stein. Das sah gerade irgendwie anders aus. Wie so ein Schiff oder so. Naja. Genau, hier aufgezogen. Dieses gerade. Und er kann frei. Sag das. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Gerne. Also denken Sie bitte darüber nach.
Annehmbare Vielfalt nach wie vor. Ranger Team. Fahrzeug lenken. Kriege ich jetzt bestimmt direkt hin. Ja, hat sich schon. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Okay, das nennt man Dinosaurier. Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. Und sie bringen Geld. So, jetzt kann ich ja direkt mal... Als nächstes kommt auf jeden Fall das Hotel. Da muss ich aber mal gucken, ich brauche 10 Strom. Den habe ich vielleicht... Oh, den habe ich doch noch. Und Expeditionszentrum. Ihr könnt auch mal direkt loslegen. Und ein toter Dinosaurier. Wo ist denn hier der T-Rex? T-Rex, ist der bestimmt ein... Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe, wo der überhaupt herkam. Und toter Dinosaurier, wahrscheinlich wieder ein Edmontosaurus. Nee, dieses Mal nicht. Ein günstiger Dinosaurier für mich. Wir wollen doch hier keine Leichen begutachten. Sondern Aufgaben hinzufügen. Ah, das ist natürlich das falsche Team. Okay, Transport. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Kommt direkt ein neuer und muss ich direkt noch einen neuen Edmontosaurus züchten. So. Hier war nichts mehr, das ist ganz gut. Hier können sogar noch ein paar mehr rein. Gäste 200, hier haben wir bestimmt auch nochmal um den Dreh. Oh ne, dieses Mal nicht. Aber keiner sichtbar, ne? Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Produkttransport wird durchgeführt. Genau, Hotel. Das Hotel baue ich jetzt direkt hier weiter. Ah, ich baue es wirklich... So. Und wieder die zwei Wege in beide Richtungen. Hoffe ich, dass das geht. Warnung, Sabotage im Gang. Ja, schön. Jetzt baue ich erstmal das Ranger-Team. Hier ist was. Wow, das geht schnell. Das geht schnell. Was haben die denn? Keine Ahnung. Erstmal Aufgaben hinzufügen. Füge Aufgabe hinzu. Fahre zur Futterstation. So, schnell handeln. Okay. Also nichts, was ich gebrauchen kann. Also was, ich verkaufe es einfach mal, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Komm, was soll's, ich verkauf's. Das Geld kann ich dann für die neue Expedition nutzen. Ach komm, ich hab Enter gedrückt. Achso, der geht dann auf Abbrechen. Und nochmal. So, also nochmal neu forschen. Hörchen. Expeditionszentrum. Das ist ja meine Aufgabe, also möchte ich das auch. Oder beziehungsweise möchte ich auch dem nachgehen. Er ist auf dem Weg. Gut. Oh, der ist ganz schön schnell da reingefahren. Moment. Er ist jetzt... Ach, da kommt der Nächste. Wie ist der denn da hingekommen? Achso, der hat den gerade... Der war schon da. Okay, deswegen war das Tor auch offen. Ach, Vogelgrippe haben die, okay. Das ist bestimmt günstiger, wenn ich das selber machen würde. Oh ja, schön. Das war ein guter Treffer.
Wieder 600.000. Und... So. Jetzt habe ich doch schon alle Dinosaurier gezüchtet, die ich so züchten kann. Triceratops fehlt. Oder? Der fehlt mir. Null. Den habe ich sogar zweimal. Den habe ich auch zwei. Ja gut. Da komme ich gar nicht so dahinterher mit der Vielfalt. Wie mache ich das denn hier besser? Nahrungsbewertung. Ich könnte noch was für Nahrung bauen. Moment, erstmal Gäste. Spielhalle, Spielwagen, Kleiderladen. Restaurant, das wäre gut. Forschung, da kann ich forschen. Ich habe sowieso wieder über 1 Million. Oh, die sind auch zurück. Gebäude. Bowlingbahn. Ach komm, was soll's. Habe ich erforscht, dann habe ich es. Dann mache ich hier nochmal das Fastfood-Restaurant. Das kann ich also noch nicht anders machen. Kommt einfach mal schräg gegenüber. Nee, kommt's nicht. Ich mach's hier rein. Für die Gäste so ein bisschen. So. Und da mache ich dann ein bisschen die größeren größeren Häppchen. Und hier muss ich mal hin. Wieder nichts. Aber den da. Den könnte ich noch machen. Während das scannt, gehen die direkt weiter. Und schon wieder über 1 Million. Hey, das läuft ganz gut. Ah, da sind ein paar weniger. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei 25%. Je nachdem, wenn es gleich gewichtet ist. Und ja. Dinosaurier. Überall. Schön. Genau, hier war's. Dino-Speise. $6 Einkauf, $10 Verkauf. Das ist ein ganz schön hoher Gewinn. Aber dafür müssen die Gäste gerade mal aus ihrem Hotel raus. Also das kann ich mir erlauben, ganz ehrlich. Das kann ich mir erlauben. Wenn man mal überlegt. Das ist in echt wahrscheinlich nicht gerade groß anders. Ja, und 900 Einnahmen, das kommt mir zugute. Oh, boah, 1,5 Millionen. Da brauche ich mir jetzt auf jeden Fall noch Strom. Habe ich überhaupt was Größeres? Nee, Forschung erforderlich. Einmal. So, hier brauche ich ja nicht auf die Optik achten. Hier kommen die Gäste sowieso nicht hin. Vor allen Dingen haben die auch keinen Bock, bis hierhin zu laufen. Dieses Mal den richtigen Weg wählen. So. Hey, da komme ich gar nicht mehr hinterher mit dem Ausgeben. Jetzt läuft echt top. Wie viel habe ich denn hier? Eieieiei. Das sagt schon einiges aus. Spielhalle mache ich mal. Schön, das gefällt mir besser. Spielhalle in Art von Spielautomaten und nicht. Nicht Spielautomaten. Sondern. Videospiele und nicht. Achso, die ist sie. Nee, die ist nicht.
Moment. In Form von Videospielen und nicht von wegen Casino. Das ist besser. Das baue ich aber auch hier unten hin, so bei den Hotels. Das ist viel cooler. Was will man mehr nach dem Zocken als Essen? Das mache ich nämlich auch gleich nach der Aufgabe, genau, Aufnahmesession hier. Nein! Ich wollte hier draufklicken. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Ich bin bei 17 Millionen Dollar Parkwert. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Ja. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Krankheit... Nee, ich mache keine Modifikation, da bin ich noch nicht. Kann man hier eigentlich sehen, wie zufrieden die sind? Anscheinend nicht. Weil ich will auch nicht, dass sie hier zufrieden wieder rausgehen, nachdem die 10 Dollar für ein Essen bezahlt haben, ne? Das ist ja klar. In Panik? Wieso sind die ganze Zeit in Panik? Tun euch doch nichts. Wie sieht's hier aus? Da sind wieder zwei sichtbar. Und da auch. Deswegen sind da auch Gäste. Gut. Ach ja, das macht jetzt richtig Spaß, wo ich so viel Geld habe. Apropos, Sturmstation. Kann ich das auch hier reinbauen? Ah ja. Ah, wobei, das käme dann hier hin. Wow. Das ist wie am Schnürchen. So, du brauchst noch Strom. Aber müsste denn nicht eigentlich hier Strom... Ach, egal. Ich mach's einfach mal. Ah, so. Wie viel habe ich hier ungenutzt? 60. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Ja. Das haben Sie bewiesen. Danke. Okay, wie viel Gäste habe ich? Oh, Junge, wie viel... Oh, alter Schwede. 2800 Gäste. Junge, es geht hier spannend voran. Da habe ich alles. Nee, ich will nicht mehr. Achso, na gut, das will ich nicht. Mhm. Nee, das will ich nicht. Spoiler Upgrades, achso, nee. Das ist auch nicht. Also soweit nichts Interessantes. Ich habe aber eine Bowlingbahn. Genau. Das würde jetzt noch hier... Oh, schade. Gut, dann machen wir doch mal die Bowlingbahn hier runter. Nee. Ich wollte hier meine schöne Straße wieder aufbauen, also kommt das hier hin. So. Und ich wollte mal gucken, was hat man denn hier für Optionen? Retro. Jetzt muss ich überlegen. Ich wäre wirklich für das Unterste. Komm. So machen wir es doch. Ah, ist ein bisschen zu viel. 20 Dollar. Ja. Liebe Gäste, wieso amüsieren Sie sich? 20 Dollar bleibe ich. Also wenn man hier schon Next Gen anbietet, da kann man auch so mal ein bisschen gelten, ne? Sag nur Hashtag VR-Brille.
3 Kegel wird verkauft. 10 Kegel. Na gut, es sollte halt auch in meinem Park nicht nur Teures geben. Das ist uncool. Naja, die lassen sich davon nicht abziehen. Was habe ich denn hier für einen Gewinn? 800, ja. Kann natürlich ein bisschen tricky werden, wenn ich zu viele Geschäfte habe, dass sie da keine Lust mehr haben. Deswegen baue ich für die Gäste hier noch ein bisschen unten was. Und zwar, falls sie hier unten keinen Dinosaurier sehen. Ah, da. Wobei, das gefällt mir weniger. Ist natürlich jetzt auch schwierig. Ich baue es mal hier hin. Komm. Und den Weg, den führe ich aber nicht nach links. Sondern der führt einfach hier hin. Dann habe ich das so ein bisschen vom Zaun abgeschottet. Und wenn hier was passieren sollte, gehen die einfach hoch in den Turm und dann hat sich das, bis das alles beruhigt ist. 2,7 Millionen, was soll ich das alles ausgegeben geben? Brauche ich das überhaupt? Nö, um Welten noch nicht. Was sagt das? Auch noch nicht überfüllt. Ich suche die ganze Zeit jetzt Sachen, wo ich was ausgeben kann. Komm, Abwehr. Drehenbeschränkungen. So, dann baue ich jetzt wirklich mal einige davon. Die sind nämlich auch sehr wichtig. Sollte man nie außen vor lassen. Besonders wegen Stromausfällen wahrscheinlich. Und das kommt hier gegenüber hin. Dieser Park läuft so wunderbar gut. Moment. Der braucht keinen Strom wegen hier. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Ich dachte schon, wieso braucht der Strom, aber der andere nicht. Ich mach das dann mal hier hin. Und wieder schön an die Seite. Und wieder hiermit verbinden. So. Jetzt habe ich 1,8 Millionen. Boah, Junge. Ah, wie sieht's mit der Expedition aus? Oh ja, endlich. Qualität 3. Das sind. Oh ja. Und ihr könnt direkt nochmal. Und zwar wieder. Genau, hier. Sieht dem Triceratops auf jeden Fall sehr ähnlich, dieser eine. Spielerhalle. Okay. Das wäre noch ganz cool, wenn es hier abends werden würde. Das wäre cool. Ich guck mal gerade, was ich da für die Forschung brauche. 3 Millionen. Ah, ich muss mehr für die Gäste. Nee, mehr Forschung annehmen. Aber ich will ja. Genau, ich muss Aufträge für die Gäste annehmen. Ich habe ja jetzt ganz gut die Mittel dafür. 2000, fast 3000 Gäste. Ah, das sieht auch wunderschön aus. Okay, von hier komme ich nicht so dahin. Ups. Aufträge. Also, genau, hier das.
kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Ich habe da schon eine Idee. Weil mir das hier nicht so gefällt, dass da nur zwei minimale Dinos drin sind. Sozial, da können nämlich noch welche hin. So. Dann natürlich nochmal aufbessern. Das baue ich auch schön clever hier hin. Weil das die nach vorne lockt. Da habe ich das nicht so gut gebaut, aber das passt schon. Und langsam müsste das doch... Okay, das passt auch. Gerade mal Schluck aufbekommen. Wieso ist das denn nur... Ah, das ist die alte, stimmt. Nachschubanfrage erhalten. Das ist 4 von 5. Okay. Habe ich noch 2 Millionen. Auf zum Fossilienzentrum. Wir sind nämlich gerade wieder angekommen. Stand da gerade so dick. Ah. Oh. Iridium. Und nächste Aufgabe. Jetzt gehe ich gerade richtig ab hier. Und ich muss auf jeden Fall an der Sicherheit noch arbeiten. Wie sieht's denn hier aus? Willst du mich eigentlich... Da kann ich auf jeden Fall noch welche züchten. Das mache ich auch. Also ich habe dann hier nicht das mit dem... dass ich zu viel habe und die sich quasi stark fühlen, dass es da funktioniert. Dass sie die angreifen können. Ich nehme an, die brauchen mehr, wenn die züchten. Jetzt bin ich ja gerade bei 12%, 12 Stromverbrauch. Wie sieht's mit der Zufriedenheit aus? Dieser Auftrag könnte unseren Profit ordentlich steigern. Das kann ich auf jeden Fall noch nicht annehmen, ne. Wieso sind die annehmbar zufrieden? Brauch Nahrung. Einkauf, Einkauf brauche ich, Einkauf. Aha, das fehlt hier unten auch. Dann werde ich da auch so ein bisschen mal gucken wegen dem Management. Ich will die anderen beiden auf jeden Fall noch freilassen. Die vier auf jeden Fall noch freilassen. Okay, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und der kommt raus. Okay, gut. Oh, da kommt er direkt angelaufen. Okay, jetzt gehen die Gäste weg. Oh, da gehen auch wieder welche rein. Okay. Die erhoffen es wahrscheinlich. Ja gut, da kann man jetzt nichts dran ändern, wenn die nicht da langlaufen. Das ist halt wie im Zoo. Wunderbar, das sieht aus, als gehen beide. Ja, der kann raus. Und der kann auch raus. Achso, die 1 wahrscheinlich dann nach der Reihenfolge. Und Fossilien. Habe ich aber jetzt schon meinen T-Rex. Und, ah Mist. Kann ich verkaufen. Jetzt gehe ich nochmal schnell hier hoch. Junge, Junge, ist ein ganz schönes Stück hier. Teilweise erschöpft, egal. So, also. Sozial ist soweit gut. Sind Dinosaurier annehmbare Vielfalt. Anlagenbewertung 4,5. Also das auf 5 Sterne zu kriegen, ey, das wäre richtig schwierig geworden. Und jetzt bin ich über 3000 Gäste. Wow.
alle scheinbar zufrieden. Kommunikation hier. Wie weit ist das? Okay, die lasse ich auf jeden Fall noch in dieser Folge frei. In Panik streift umher. Okay. Wie viel gibt es eigentlich? Okay, die sind schon fast übersozialisiert. Falls man das so sagen kann. So ist das eigentlich so. Achso, nee. Sah gerade so aus, als wäre das hier so. 229. So. So. Oh, eine Übertragung. Insel freigeschaltet. Ella Pena. Schmale Inselplan hier auf. Oh, das ist Isla Pena. Wenn eine Insel störrisch sein könnte, würde dieser kleine Haufen Vulkangestein den Vogel abschießen. Und ich hoffe, sie mögen Regen. Denn davon werden sie hier genug zu sehen okay. bekommen. Bevor wir dabei hingehen, will ich hier noch den T-Rex ausbrüten lassen. Das heißt, eine Folge gibt es auf dieser Insel auf jeden Fall noch. Ich will nur gerade gucken. Friedenheit passt. Moment. So, jetzt kommt er raus. Und ich habe die Aufgabe abgeschlossen. Oh, ich folge den jetzt noch. Boah, ich bin schon bei 4 fast. Also 4,5 fast, wollte ich sagen. Wow, schön. Wie sieht's denn hier aus? Annehmbares Wohlbefinden, warum auch immer. Aber egal. Schön. Jetzt gerade noch mal kurz darüber. Dann will ich auch diese Aufgabe dann noch abschließen. Ziel in Ansehen. Da sind auch schon wieder. Okay, cool. Iridium wieder. Hä? Achso, weil es zu. Nee. Naja. Weil es zu gut ist. Okay. Luxusproblem. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Ach, ich hab die schon. Krass. Ich hab den Wert schon. Toter Dinosaurier, dann habe ich da nochmal gerade was zu tun. Oh Mann. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Was ist er denn? Ach so, dieser Stachelsaurus. Also, einen noch davon züchten. So, damit das hier schön bleibt. Dann gucken wir uns jetzt nochmal so zum Abschluss der Folge. Wow, 344.000 Dollar die Minute. Und ja, dann sind wir aber jetzt auch am Ende einer Folge bei 33 Minuten und 33. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und, oh. Das mache ich jetzt noch schnell. Ja, hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn die letzte Folge auf dieser Insel hier stattfindet. Und ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.